Sascha Video, wir gucken uns das direkt gleich an. Ich habe da anscheinend eine Cameo drin. Also ich weiß, dass ich eventuell vorkomme. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Shoutout rausbringt, aber ich weiß nicht, was er sagt. Und ich weiß, dass es schon gemein ist. Ich weiß, dass es nichts Nettes ist. Er meint schon so, ja, bitte erinnere dich daran. Dass... Also ihr habt ja meine Insta-Story bestimmt gesehen. So, dann bin ich von Zigaretten holen zurück. Mal gucken, was ich so verpasst habe. Gar nichts. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video und zwar Sascha liest Kommentare. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs und habe die lieben Kommentare von meiner geliebten Community durchgelesen und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Respekt an dich. Inaktiv? Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten 3 Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass auch du meinen Rücken hast. Ich werde auf jeden Fall... Das Ding ist, alle Kommentare kenne ich schon, weil ich ja dabei war. Deswegen ist es witzig, jetzt zu sehen, wie er die umgesetzt hat. So weitermachen. Ja! Ja! Und ich war beim Schnitt dabei. Das habe ich ja so viel gesehen. Hinter die Kulissen. Ich konnte überall mitschauen. Oh! Italien! Das war's Ablaufplan. Das war geil. 2 Videos an einem Tag. 5 Wochen Pause. 1 Video, das 3 Tage zu spät kommt. Colin, ich glaube, du hast einen Reiter vergessen. Ist zu früh für solche Späße, glaube ich. Neues Profilbild gepostet. Oha, der hat Coco im Hintergrund. Oder Cocos Schwester oder so. Warum hat er ein Bild von Kylo im Hintergrund, aber nicht ein gescheites Bild von Coco? Finde ich nicht in Ordnung. Neues Profilbild gibt Hoffnung. Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profilbild zu Carsten ändern. Freddy, komm Bus bauen! Sorry, ein ganzes. Ich weiß auch nicht, warum der das geändert hat. Das ist super. Kein Video? Das muss ja gefeiert werden. Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Ja. Ich würde das vom Markt feiern. Natürlich sagt Max ja. Max sagt gar nichts. Max macht einfach. Ich würde das Format feiern. InScope Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt Dehner, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. So fangen wir gar nicht erst an. Junge! Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor 2 Jahren anschaue. Entschuldigung. Die ich vergessen habe. Das kenne ich, das mache ich auch actually. Eins in den Chat, wenn ihr auch sowas macht. Ich mache sowas Real Talk auch bei anderen Kanälen. So. Aber es liegt auch oft daran, dass ich schon alles durchgeguckt habe und die nicht so schnell nachproduzieren können. Vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Sehr viel Einsatz. Danke dir, Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo, Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen, habe es zum Kindergarten gebracht, mein Kind hat einen Abschluss, hat geheiratet, ich wurde Opa, ich liege unter der Erde, ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Perfekter Ton. Danke, Frank. Bitte. Danke, Frank. Jeden Sonntag 18 Uhr, der pünktliche Boss am Start, weil ich ein Macher bin. Oh no. Nee, heute bin ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Meine Cameo! Und wie gut kann ich schauspielern? Dafür habe ich den Stream ausgemacht. 10 out of 10! Also wir haben 3 Takes oder so oder 4 Takes gemacht. Es hat aber super lange gedauert und ich stand legit 30, 40 Sekunden die ganze Zeit so. Und irgendwann hat es so weh getan. Es gab einen Take, wo das Licht so fiel, dass ich keine Augen mehr hatte. Also es waren nur noch so schwarze Schatten. Und das wollte Sascha zuerst nehmen, weil ich sah aus wie ein Dämon. Zum Glück hat er das nicht genommen. Ich meinte so, lass bitte Neues machen, das sieht schrecklich aus. Guck mal, wie piss. Im Lebenslauf der nächsten Schauspielerin steht schon längst drin. Nee, heute bin ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Das Einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abtöten. Die erste Boxershorts, die ich dabei hatte, habe ich 3 Tage lang getragen. Bitte, komm. Bitte, Nico, sag, das stimmt nicht. Oder sag, dass du die jeden Tag danach gewaschen hast. Verlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Oh. Ρε μαλάκα που σε λεβαίνει μου χαίρετε μου για τον Toby Nation. Πολύ καλός ο αγόρι αυτή η community και είμαστε... Spätestens jetzt hat wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt! Justin, ich arbeite doch schon dran.
Was ist mit Luca passiert? Luca, dem wird's schon gut gehen. Jo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Mein Vater ist wieder mit der Milch zurück, als das mal wieder das... Das weiß ich auch, wo er den gefragt hat. Ich erinnere mich nicht an die Audio. Es ist so witzig, wenn du alles so teils mitbekommen hast und jetzt das Endprodukt siehst. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No Neues Video November dabei. Mehr Anzeigen. Ach du Scheiße. Update 2 Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt, lad bitte weiter so regelmäßig hoch. So ist es für uns alle sehr angenehm. Kein Ding. Update 4 Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fern vom Hochladen Februar durch. Schaffe ich easy. Update 6 Monate später. Hat er heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt. Zum Glück zieht Sascha auch noch den absolut kein Video April durch. Ich weiß nicht, von was er spricht. Update circa 1 Jahr später. Jungs, schneid euch an, bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video, Mann. Nicht nur, dass der Bruder jeden 2. Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich habe die Challenge akzeptiert. Wenn ich es nicht schaffe, glatze. Oh, Sterling. Oh mein Gott. Sascha will sogar, der überlegt sich sogar eine Glatze zu schneiden. Jetzt hat er einfach nur einen Grund. Er wird einfach einen Tag ein Video nicht posten am Sonntag, sondern einen Tag später und dann rasiert er sich eine Glatze. Und dann hat er sich selbst die Entscheidung so getroffen. Er überlegt jetzt schon die ganze Zeit, soll ich mir die Haare kurz schneiden oder nicht? Er hat schon mal den Trimmer. Feinfett, er hat sich die Entscheidung so selbst leichter gemacht. Nice. Der ist, glaub ich, ganz gut, oder? Costa Quanta, Chat. Hat er sich nicht jetzt eine Augenbraue rasieren lassen? So ein Schnitt da rein? Irgendjemand im Stream hat mir das gesagt. Also diesen Sonntag lade ich aber nicht hoch. Yo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal leer. Hat sich Monte die Haare abrasiert? Hat er jetzt eine Glatze? Das waren einfach bis jetzt die besten 11 Monate meines Lebens. Danke, Sascha. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Hallo, Isa. Das meint er anscheinend. Das stimmt nicht. Sascha hat einen anstrengenden Tag, weil er schläft nur 4-5 Stunden. So wie ich, weil ich mit ihm aufgestanden bin, damit er schneiden kann. Was macht die liebe Isa? Ja, die liebe Isa hat sich gedacht, okay, dann mache ich dem Kollegen so ein Frühstück. Wie, keine Liebe? Wie viel Liebe willst du noch? Das waren seine Waffeln. Meine habe ich irgendwie, da habe ich die Beeren irgendwie hingerotzt. Sein Teller war schön. Mit Liebe draufgerotzt. Nein! Und das hat er noch nach dem Essen reingeschnitten. Eben! Ich kriege eigentlich gar keine Liebe. Dafür hat er auch gesagt, dass du die besten Waffeln machst. Ja, ja, nur wegen dem Kameradruck. Ich weiß doch, das ist nur ein Spaß. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Wen meint er damit? Ich verlose diesen Rentner. Die Bilder habe ich gestern schon alle gesehen. Bin ich mal wieder komplett raus. Vor dieser Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstige Chats rumfahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Nach einem Jahr können diese Chats ganz übel werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Dann haben wir den Worldwide Walk Nummer 1. Die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit dabei mein guter Freund Knossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch Unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Also das Ding ist, das Bild ist auch sehr unglücklich. Das ist ein geiles Video, hat mir gefallen. Ich fand die eine Schauspielerin richtig krank in dem Video. Hat mir gefallen, muss ich mal googeln, wie die heißt.